Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Shield War. Heute machen wir schon insgesamt das vierte Battle und zwar in Britannien. Ja, ungefähr so. Wir starten direkt rein und gewinnen hoffentlich. Boah, wir sind hier mit Schiffen schon mal angereist. Wir heilen hier direkt Leute. So, Alter. Crazy. Okay, wir sind da umgefallen. Der ist wirklich umgefallen. Geil. Okay, Limits of Units reached. Okay, dann, okay, wir können uns da noch gar nichts kaufen. Okay, ich würde sagen, wir laufen erstmal hier hoch. Erkunden mal alles so ein bisschen. Und sobald wir irgendwas Auffälliges entdecken. Ah, zum Beispiel hier vorne so ein Punkt, der noch nicht ein... Warte mal, ich merke gerade, ich habe noch das Facecam noch gar nicht an. Lol, jetzt sehe ich mich vielleicht auch besser. Lol, haben wir vergessen. Ja, wir nehmen das ganz kurz ein. Da gibt es ein bisschen Gold zumindest. Nice. Und jetzt können wir tatsächlich auch schon, ne, wir können noch nichts updaten, warte noch kurz. Und wir machen jetzt direkt am Anfang Limits of Units auf ein höheres Level. Weil dann können wir, haben wir halt mehr Leute und dadurch, ja, genau. Dadurch können wir halt, oh Gott, die sind vorne richtig am Schlachten. Da, wenn wir halt ein bisschen mehr Leute sind, beziehungsweise, wieso haben wir denn so eine komische Krone an? Was ist das denn? Auf jeden Fall, wenn wir ein bisschen mehr Leute sind, dann können wir tatsächlich, was ist denn hier jetzt los? Ah, hier ist eine Flagge. Nice. Nehmen wir einfach ein. Oh, scheiße, jetzt gehen die zu unserer Flagge. Oh, das ist natürlich dumm. Wir warten noch ganz kurz, bis wir es eingenommen haben. Spammen noch ganz kurz ein bisschen Leute, weil wir haben jetzt noch ein bisschen mehr bekommen. Also Gold meine ich mit mehr. Und theoretisch wäre... Oh Gott, Alter. Wären die ja im Sandwich. Ich will hier wieder so ein bisschen mithelfen, aber ich darf halt nicht zu krass rein, weil sonst sterbe ich. Aber ich kann den trotzdem so ab und zu mal so einen Hit mitgeben. Aber manchmal aber auch eher weniger. Oh Gott, ich bin ja komplett wieder im... Zeugs. Oh ja, wir haben sogar gewonnen. Hä, wir sind noch voll viele. Oh shit. Oh shit. Das wird jetzt kritisch. Aber wir haben die Flagge unten. Oh lol, da steht wieder auf. Aua, aua, aua. Oh. Perfekt. Aber wir haben unseren Punkt da vorne, glaube ich, schon wieder verloren. Scheiße, das geht ja übel schnell. Oder? Oh voila, ihr schon wieder. Wir gehen hier ein bisschen zurück, weil hier können wir noch spawnen. Ja, und jetzt Attack, Leute. Attack. Scheiße, ich habe daneben geschlagen. Ich will ja auch wieder so ein bisschen mithelfen, aber nicht zu krass. Weil ich bin nicht so gut in der Kämpfer. Trefft die Leute irgendwie nicht. Aua. Wie kann ich noch leben? Ich habe 0 von 150 HP. Es muss jetzt schnell gehen. Den Punkt da oben. Oh, scheiße, da oben sind aber Leute. Oh, das ist jetzt natürlich scheiße. Oh, und wir müssen irgendwas machen. Wir warten noch ganz kurz. Vielleicht bekommen wir bald noch ein bisschen mehr Leute. Dann greifen wir mal wieder an irgendwas. Okay, aber die kommen nicht wieder. Also erstmal. Können wir hier hoch? Nee, ach, das ist scheiße. Oh, Leute. Oh, die haben das gerade eingenommen. Ah, wir gehen erstmal. Wir könnten jetzt Tee hier vorne einnehmen, kurz. Haben wir einfach einen Punkt wieder mehr. Weil Grün nimmt gerade so ein bisschen Überhand. Das gefällt mir gerade nicht so. Deswegen. Oh, Blau kommt da auch schon. Die werden jetzt safe Grün anfechten. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist wirklich gut, weil dann können wir noch so reinclashen. Und gleich jetzt B ist jetzt zwar wieder weg von uns. Aber... Oh, warte, nee, die sind noch da unten, die, ja, grünen oder pink, türkisen, die blauen, die rennen wieder zurück. Was ist mit denen? Oh, nee, weichen wir aus, Leute? Ach, scheiße, jetzt haben die uns attackt, oder was? Kommen? Oh, ja, die kommen. Okay, Leute, Attack, macht keinen Sinn, wegzurennen. Oh, ich würde mir auch echt gerne jetzt endlich mal einen Standarten-Typ holen, aber ja, wir müssen das Gold immer wieder für neue Leute ausgeben. Wir kommen hier nicht so vom Fleck irgendwie. Wir gehen jetzt schnell noch nach hier hinten, dann können wir das noch rein. Jetzt spawnen die da hinten. Oh, come on, Leute. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ja, komm, mach die fertig. Versucht die zum Teil so ein bisschen wegzulocken. Dann habt ihr ein bisschen... Aua. Ja, okay, das war dumm mit so wenig HP, aber... Egal. Oh, scheiße. Die sind schon wieder da. Oh, nein. Das ist jetzt scheiße. Wir haben wenig Gold. Inklusive kommen da die ganze Zeit neue Leute. Und wir selber können fast keine mehr spawnen. Das ist jetzt tödlich. Tatsächlich. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Eigentlich, warte, ich muss sie weglocken. Zu den Blauen am besten. Oder sie wollten mir gar nicht mehr. Hier vorne, das da vorne einnehmen. Nochmal. Dann nehmen wir C ein und dann noch das ganz linke. Also das D hier. Aber jetzt erstmal noch B. Also A, B, C, D sollte dann uns gehören. Das ist so die Strategie, die wir jetzt versuchen anzuwenden. Das wird, glaube ich, aber relativ schwierig. Wir rushen jetzt hier direkt mal zu C. In der Hoffnung, dass die jetzt nicht direkt runterkommen. Ah ne, die sind am Fighten. Das ist sehr gut. Dann sind die abgelenkt so ein bisschen. Das ist tatsächlich sehr gut. Okay, dann können wir jetzt hier C mal zurückerobern. Und ich merke jetzt erst leider,
dass ihr gar keinen Desktop, also gar keinen Sound habt. Habt ihr jetzt Sound? Ja, jetzt geht's, okay, nice. Tut mir leid für diese kleinen Problemchen, aber naja, hattet ihr jetzt halt nur Musik. Ich bin so schlechter YouTuber. Unglaublich. Das Ding ist, kommt der Kies wieder hoch oder geht die, gehen die... Alter, scheiß Busch. Oh nein, Leute. Oh, passt auf. Hier gibt's auch keine Tore. Okay, das... Irgendwie... Kann man das aufmachen? Ah, nee. Okay. Einnehmen. Oh, die kommen auch schon. Oh, die Ihr wart noch am Fighten. Oh, wir müssen gleich unseren Homie, der so ein bisschen verprügelt wurde, wieder retten. Aber erstmal noch ein bisschen mehr Truppen. Mann, sie wird auch schon wieder eingenommen. Ich meine B. Lass den Türkis durchgehen. Die gehen wieder zu blau. Die wollen einfach dieser Mittelding hier. Das ist, glaube ich, E, oder? Oder G, ich weiß es nicht genau. Aber die wollen das auf jeden Fall haben. Wir nehmen jetzt aber wieder C ein. Und das Ding ist, die sind jetzt am Fighten. Das ist gerade richtig gut. Weil die haben da vielleicht auch noch gerade etwas länger. Vielleicht werden sie sogar einmal mehr noch ausgerottet. Und wenn wir jetzt genug fast sind, können wir eventuell sogar B schon einnehmen. Aber ich vermute, dass die dort spawnen und nicht bei F leider. Ja, wieso liegt hier immer noch dieser hellblaue Dude? Ah, das war wahrscheinlich der Chef. Vielleicht bleiben, also der Chef, der Anführer einfach. Vielleicht bleiben die einfach immer liegen. Weiß es nicht. Oh yeah. Langsam sieht's gut aus. Langsam kommt es wirklich gut. Wir haben jetzt Türkis, oder was es ist, so ein bisschen in eine Ecke gedrängt. Jetzt heißt es verteidigen. Erstmal Standarten, Mann. Könnte jetzt gerade dumme Entscheidung gewesen sein. Aber sie sind, glaube ich, auch weniger, oder? Die sollten wir haben, Leute. Ich habe auch mal noch so ein bisschen mit. Wenn ich so ein bisschen... Ah, scheiße, aber die können ja spawnen hier. Da habe ich nicht überlegt. Wäre das doch nicht... Aua, auch nicht doch... Also, ja. Ah, könnten wir nicht noch ein bisschen weiter hinten fighten? Dann könnte ich noch spawnen. Ich versuche hier direkt neue Truppen immer nachzuspammen. Weil wir bekommen mittlerweile eigentlich auch ganz gut Gold. Und E ist jetzt auch schon wieder. Guckt, Blau ist ja jetzt auch schon wieder da. Jetzt ist das, hat das Blau wieder eingenommen. Wir versuchen jetzt auch hier E einzunehmen. Das Ding ist, wenn wir das haben, bekommen wir so schnell Gold. Und dann wird das relativ easy. Und dann versuchen wir, glaube ich, erstmal F auszurotten. Und gehen gar nicht groß auf Blau. Und da dieser Weg hier auch gar nicht so weit ist, können wir vielleicht F jetzt sogar einnehmen. Okay, wie wir sehen, Blau fightet E schon wieder an. So, genau, nimmt das hier mal ein, beziehungsweise attackt hier mal. Geht auch gar nicht mehr so lange tatsächlich. Oh, Moment, wir haben schon eingenommen. Okay, da haben wir jetzt gleich ausgerottet. Was ist jetzt am schlausten? Ich glaube, wir machen mal noch Door Attack Damage. Ach, scheiße, ich habe eh nicht genug Gold, okay. Wir machen dann noch ganz kurz Door Attack Damage. Und ich würde hier auch ganz gerne noch, kann ich das hier auch machen? Entweder Gold per Minute, das wäre halt ganz nice, aber, ja... Tag brauche ich nicht so viel. Komm, wir machen Gold. Ja, ich glaube, Blau hat sie ja auch schon wieder zurückgezogen. Das heißt, wir gehen jetzt zu E, nehmen das ein und versuchen, diesen Ort erstmal zu halten. Bis wir eine große Armee haben, so ein bisschen. Mit vielen Leuten. Und aber gleichzeitig auch, dass wir gerade erst so G, also G, ich sag G, Dunkelblau besiegt haben. Oh, der Missile ist... Oh, ja, das habe ich jetzt nicht beachtet. Berechnet auch... Ja, kann mal passieren. Ich glaube, unsere Leute schlagen sich... Okay, jetzt ja, so gut sieht es, glaube ich, gar nicht aus, oder? Mann, ich spamme mein ganzes Gold wieder durch. Ist ein bisschen unnötig. Weil eigentlich wollte ich halt sparen, damit ich endlich die Legionäre kaufen kann. Aber, naja. Bis wir das hier haben, das geht so lange, bis wir noch die perfekte Chance haben. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Oh mein Gott, Leute. Ich habe jetzt wahrscheinlich gerade den letzten Angriff so ein bisschen unkommentiert gelassen. Vielleicht mit epischer Musik, vielleicht auch ohne Facecam, war wahrscheinlich besser. Und jetzt haben wir alles. Oh, lol, da ist ja scheinbar noch einer. Hä? Okay, der Schluss war gerade komisch. Auf jeden Fall, wir haben gewonnen. Die hatten sogar noch viel mehr Upgrades. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, Leute. Wir haben gewonnen. Wir hatten 381 Mann verloren. 453 aber auch gekillt. Und es gab tatsächlich am Anfang mal noch
Hier, hellblau, aber die sind relativ schnell wahrscheinlich ausgeschieden. Also sehr schnell. Das ist gut gelaufen. Das ist wirklich gut gelaufen. Man sieht hier, blau war von Anfang an dominanter und wir kamen immer mehr aus dem Hinterhalt. Irgendwann haben wir die Linie durchbrochen und gewonnen. Leute, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Es war wieder intensive. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi!